Herzlich willkommen bei Teil 2 der Reihe Auraseen Basic. Ich bin Oliver Ereny und es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wie ist es dir denn gegangen mit der Übung? Ich fasse es einfach noch einmal zusammen. Wir haben uns ein bisschen mit der Grundenergie beschäftigt, die eigentlich dann diese feinstoffliche Welt ein bisschen definiert. Weil es ist schwierig, etwas konkret zu benennen, das wir nicht sehen können. Klar, wir haben gelernt, wissenschaftlich alles zu erforschen, die Knochen zu zählen und so weiter. Bis ins mikroskopisch Kleine, alles zu benennen. Aber das Feinstoffliche wird in Bildern vermittelt. Vielleicht hast du es beim ersten Video schon gemerkt, aber jetzt noch einmal, das Feinstoffliche wird in Bildern, in Symbolen vermittelt. Ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen, was wir im ersten Kurs so gemacht haben. Wir haben das Energiefeld als etwas definiert, das zwischen den Menschen ist, das etwas dazwischen ist. Also es ist zwischen zwei Menschen. Das, was im Zwischenraum ist, ist, wie schon gesagt, bei meinen Familienaufstellungen, Firmenaufstellungen, Partneraufstellungen eine ganz wesentliche Rolle. Was ist da dazwischen und mit dem zu arbeiten, ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Die Energie ist etwas, die jenseits von Raum und Zeit entspringt. Die Energie, die wir uns anschauen, entspringt nicht Raum und Zeit, sondern sie ist jenseits von Raum und Zeit. Sie entspringt dem Ewigen. Und ich habe beim letzten Mal das Ewige vielleicht nicht umrissen und ich möchte jetzt auch noch ganz wichtig sagen, diese Arbeit, die Energiearbeit und auch das Aura-Sehen ist dann kein Glaubenssystem geknüpft. Also du musst jetzt nicht Christ oder Yogi oder Hindu oder Atheist sein, sondern einfach nur wahrnehmen und dir bewusst machen und sagen, okay, irgendwo sollte ein Ursprung sein und irgendwo kommt ja das alles vielleicht her. Und da kannst du das natürlich mit dem wissenschaftlichen Ansatz machen, aber du kannst es eben auch mit dem energetischen, mit dem spirituellen Ansatz dir einmal erforschen und dich annähern mit dem mystischen Ansatz. Und da ist natürlich dann so die Energetik und auch die mediale Energetik ein gutes Tool dazu. Aber wie gesagt, entspringt jetzt keinem Glaubenssystem. Das ist ganz wichtig. Du glaubst an nichts, denn Leute, die glauben, sind ja leider blind. Es geht nicht um Glauben, es geht um Erfahrungen, es geht um Eindrücke, die man macht und aufgrund dieser Eindrücke bildet sich dann eine gewisse Wahrnehmung. Und vielleicht erweitert sich diese Wahrnehmung, erweitert sich das Bewusstsein, aber es geht nicht darum, irgendetwas zu glauben. Das ist ganz wichtig. Okay, also diese Energie ist etwas jenseits von Raum und Zeit, die entspringt jenseits von Raum und Zeit. Das haben wir auch gesagt. Raum und Zeit, wie definieren wir Raum und Zeit? Die verändern sich. Raum und Zeit sind Veränderungen unterworfen. Jedes Haus, das du baust, wird irgendwann eine Ruine. Jeder Körper wird irgendwann einmal zerfallen. Das heißt, das Äußere ist das Veränderliche. Und das Spannende ist eben das Unveränderliche, weil da sind wir dann dem Ursprung dieser Energie, die so das Feinstoffliche ausmacht, schon einen Schritt näher. Natürlich verändert sich die Aura und das Energiefeld auch, ganz klar. Aber wir sind näher am Feinstofflichen dran, wenn wir uns nur mal mit den Extremen beschäftigen. Das heißt, dem Extrem, dem Veränderlichen und natürlich auch dem Unveränderlichen, dem Ewigen. Also das haben wir festgestellt. Und dann haben wir noch die Übung uns angeschaut. Was lässt dein Herz schlagen? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie ist es dir gegangen? Wie oft hast du es gemacht? Ich sage es dir gleich, wenn du jetzt nur zweimal gesessen bist für eine Minute und dann hat das Handy geklingelt, dann wird das nicht genug gewesen sein. Das ist nämlich leider die große Geschichte bei der Sache. Wenn es dich fasziniert, wenn du diesen Ruf hast nach dem Feinstofflichen, dann wirst du dich auch länger damit beschäftigen und mehr damit beschäftigen. Und du kannst diese Übungen bitte wiederholen, bleib dran. Ich weiß ganz genau, wenn du so ein Typ bist wie ich, dem schnell was langweilig wird, brauchst nur auf meinen YouTube-Kanal schauen. Darum gibt es 100 verschiedene Meditationen zum Thema alleine Unterbewusstsein, inneres Kind. Da wird keine gleich sein und ich gebe diese Meditationen jetzt ja seit fast 20 Jahren. Also da gibt es eine Fülle und ich habe nie eine Meditation zweimal gleich gehalten, weil ich immer eine Abwechslung brauche.
Aber begonnen habe ich wirklich mit dem Repetitiven. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe einfach versucht, wachzunehmen. Na? Und ich weiß, das ist am Anfang mühsam, aber es lohnt sich. Ich verspreche es dir, es lohnt sich, wenn du das startest. Warum, werde ich heute auch noch ein bisschen analysieren. Die Idee dieser Herzensübung ist, ich werde jetzt das ein bisschen spoilern, also ein bisschen verraten. Das heißt, wenn ich jetzt auf mein Herz achte, das ist dein Herz, und das schlägt, dann kann man so in dem Herzschlag, und das hat jetzt nichts mit romantisch, weil das die Liebe ist oder so, das ist jetzt kein Symbol für die Liebe oder sonst was, das ist einfach nur, man könnte auch sagen, okay, wie fließt das Blut durch meine Adern, kommst du auch zum Herzen und so weiter. Also es ist schon ein wesentliches Zentrum einfach unseres Daseins. Und da kann man sagen, okay, wo kommt diese Energie her oder die Aura her, die dieses Herz schlagen lässt. Und das ist eigentlich dann so die Lebensenergie, so in meiner Definition. Das ist so diese Lebensenergie. Und wenn wir die Aura sehen wollen, das heißt dann auch klassisch betrachtet diesen Lichtkranz um den Menschen oder um Dinge herum. Wenn wir sehen wollen, wenn wir diese Aura sehen wollen, dann geht es darum, dass wir uns auf diese Energie immer mehr einstimmen. Denn letzten Endes ist es zuerst eine Einstimmung auf diese Energie. Und deshalb komme ich heute zu dem nächsten Begriff. Und das ist eben das Verwirrende, wenn ich jetzt sage Aura sehen, dann kann ich das nicht mit meinen physischen Augen. Und vielleicht hast du den Begriff des dritten Auges schon einmal gehört. Der wird auch oft einmal mit dem Stirnchakra in Verbindung gebracht. Und dieses dritte Auge, also wir haben ja keine drei Augen, außer man zählt die Hühneraugen mit und dann sind es vielleicht mehr. Aber grundsätzlich, wir haben zwei Augen, das heißt, das dritte Auge ist ein unter Anführungszeichen feinstoffliches Organ. Das heißt, das ist nicht sichtbar, darum kann es nicht echt sein, in dem Sinne, wie wir die Welt normalerweise begreifen. Ein weiteres Bild ist dieser sechste Sinn. Denn wenn du deine Sinne hast, das Fühlen, das Schmecken, das Hören, das Riechen, das Sehen, dann gibt es noch einen sechsten Sinn, also diese Intuition. Ja. Und auch das ist nichts, das sich direkt auf die Welt, wie wir sie sehen, beziehen kann. Und das ist eben wichtig. Also wir haben gelernt, wir beziehen uns immer nur auf das Konkrete. Wir schauen jemanden direkt an. Ja. Und wir beziehen uns also auf das Konkrete, das, was wir vor uns haben. Aber wir schauen eben nicht auf die Wirklichkeit eines Menschen. Und das ist eigentlich so ein wesentlicher Punkt. Das heißt, wenn du irgendwo Übungen hast, öffne dein drittes Auge, auch bei mir im YouTube-Kanal nebenbei bemerkt, öffne dein drittes Auge oder du möchtest damit arbeiten, mit diesem sechsten Sinn, dann ist das ein Sinn, der sich eben nicht auf unser konkretes, auf unser stoffliches Sein bezieht. Und deshalb ist es schon ein anderes Schauen. Und da gebe ich dir gleich mal einen Tipp. Darum hilft es, wenn man Aura sehen üben will. Und ich weiß, Aura sehen ist jetzt von der Sprache her schwierig, wenn man sagt, ja, das, ich sage jetzt eher mal das Wahrnehmen der Aura, wenn wir die Aura wahrnehmen wollen. Und das ist eine Mischung aus Fühlen, aus Sehen, aus verschiedenen Sinneseindrücken, weil das einfach eine andere Ebene des Schauens ist. Und da kann man so umschalten, eigentlich dann. Also wenn man das übt, das ist wie wenn man auf eine Infrarotkamera schaltet zum Beispiel oder dieses ultraviolette Licht, wo dann alles anders ausschaut. Ungefähr so kannst du dir das vorstellen. Du schaltest auf eine andere Frequenz der Wahrnehmung und da siehst du quasi auch die feinstofflichen Ebenen. Und das bedeutet das Symbol des dritten Auges. Das heißt, du schaust eigentlich auf einer anderen Ebene die Dinge an. Und im heutigen Kurs, im heutigen Teil beim Aura-Sehen, die nächste Übung, die ich dir mitgeben möchte, ist eine relativ einfache Übung. Und die kann man auf zwei Ebenen machen, wie es dir gelegen kommt. Die eine Ebene ist ins Narrenkastel schauen. Vielleicht kennst du diesen Begriff Narrenkastel schauen. Das ist einfach so ins Leere schauen, den Blick schweifen lassen, den Blick weich machen.
nicht harter analytischer Blick, sondern weich machen. Du kannst dir das so vorstellen, am besten, wenn du jetzt im Raum einen Punkt fixierst, zum Beispiel deinen Tisch oder sagen wir die Vase mit Blumen oder irgendwas, was draufsteht. Wenn du da etwas fixierst, dann ist das ein harter Blick. Das heißt, es kommt zum Beispiel die Vase in den Fokus und alles andere ist nicht so wichtig. Je weicher der Blick wird, umso weiter wird dein Gesichtsfeld. Du versuchst also möglichst weit dein Gesichtsfeld zu öffnen. Und das kannst du dir mal mit dem konkreten Sehen vorstellen, einfach mal, indem du deine Hände so zur Seite gibst, du schaust geradeaus, gibst deine Hände zur Seite, sodass du sie nicht sehen kannst und ab dem Moment, wo du sagst, ab da sehe ich jetzt meine Hände, gut, das kann man eben üben, da siehst du deine Hände, das ist also dein Gesichtsfeld und versuche dieses Feld auszufüllen, versuche dieses Feld einfach zu sehen mit einem weichen Blick und das ist eben so dieses Nankastl-Schauen, sagt man in Österreich, ja. Also das wäre eins, Nankastl schauen. Ist eine Art von Meditieren auch, einfach nur Nankastl schauen. Beim Fenster rausschauen und einfach alles nicht konkret wahrnehmen, sondern einfach mal fließen lassen. Das ist ein guter Weg, um eben der Aura näher zu kommen. Und die zweite Übung, die ich dir geben möchte zum Aura sehen, die ich auch gut finde, immer etwas verwirrend, weil man sich da oft einmal was einbildet, also weil man oft das Gefühl hat, man bildet sich was ein, ist einfach schau zwischen die Dinge oder schau bei den Dingen vorbei. Zum Beispiel hier über die Schulter schauen und da den Blick ganz locker fließen lassen und dann wirst du da einen Schein wahrnehmen. Oder auch zwischen den Händen, den Fingern, einfach zwischen deine Finger durchschauen, nicht deinen Finger fokussieren, sondern dazwischen durchschauen und auch dann wirst du da einen Schein wahrnehmen. Das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du im Sommer unter einem Baum liegst und so zwischen die Blätter in den Himmel schaust und dann das Gefühl hast, die Blätter glänzen mehr und fließen mehr. Dann sieht man so ein bisschen so diese Lebensenergie. Und das wären eigentlich schon die Übungen, die ich dir mitgeben möchte zum Aura sehen. Wie gesagt, übe es wieder und mach es. Und dann wirst du auch dem Aura sehen wieder näher kommen. Und im dritten Teil dieser Reihe beschäftigen wir uns dann, und dann geht es weiter mit den nächsten spannenden Geheimnissen, mit der Absicht. Warum willst du eigentlich die Aura sehen? Das schauen wir uns dann am Ende dieses Crashkurses an. Aber bis jetzt hast du schon eine Menge Möglichkeiten, eine Menge Tools mitbekommen, dass du in diese feinstoffliche Welt eintauchen kannst, dass du die mehr wahrnehmen kannst. Und ich kann dich nur dazu einladen, wenn es dich fasziniert, bleib dran. Und wenn du das Gefühl hast, du willst das nicht alleine machen, es gibt Online-Kurse bei mir, es gibt konkrete Treffen von Leuten, die mit dieser Materie arbeiten, die sich mit dem Inneren beschäftigen und in der Gruppe lernt sich es einfach leichter. Und da kann ich dich auch nur einladen, check mein Kursprogramm, schau mal, da ist sicher was für dich dabei. Oder wenn du das Gefühl hast, okay, du möchtest selber mehr entspannen, du bist irgendwo unrund, dann bitte nimm doch eine Einzelsitzung in Anspruch. Also auch das sind da Möglichkeiten, um da noch aktiver dran zu bleiben. Aber wir sehen uns auf jeden Fall beim dritten Video. Ich bin Oliver Erreny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wundervollen Linz. Und ich wünsche dir gutes Üben beim ins Leere schauen oder beim Dazwischendurchschauen, beim Aktivieren des dritten Auges und deines sechsten Sinns. Viel Freude damit.